Hi, ich bin Stefan und ich habe mich in 20 Jahren darauf spezialisiert, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Und ich habe ein System entwickelt, mit dem du ungefähr 50% von all diesen Aufwärtsbewegungen mitnehmen kannst. Und ja, heute schauen wir uns einmal die Fresenius-Aktie an. Ein super, super spannender Turnaround-Kandidat, also genau nach meinem Geschmack. Also, auf geht's. Schauen wir direkt einmal rein. Hier sehen wir unsere Einstiegssignale, sind jetzt schon ein Weilchen her, hier unten. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Fresenius SE war hier unten der Einstiegsmoment gewesen. Ich habe den auch mitgenommen, bin hier aber ausgestoppt worden und ja, seitdem beobachte ich die Aktie jetzt. Und was ich so spannend finde an der Fresenius Aktie, ist, dass ich ja der Meinung bin, dass diese Abwärtsbewegung, ja, die jetzt ja, wenn wir uns das mal anschauen, ja wirklich jetzt lange angehalten hat. Seit 2017 kannte die Aktie eigentlich nur eine Richtung und das war hier nach unten. 75% ging es insgesamt jetzt nach unten. Und jetzt sieht es meiner Meinung nach zum zweiten Mal, so ähnlich wie hier, ne, hier hatten wir auch schon so eine Aufwärtsbewegung, Rücksätze, Aufwärtsbewegung, sieht es zum zweiten Mal so aus, als ob sich jetzt doch sowas wie ein Boden ausbilden könnte und die Aktie eben nicht weiter nach unten stürzt. Das macht es charttechnisch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wir haben jetzt auch hier gerade so einen Aufwärtstrend, den man, denke ich, durchaus hier markieren kann. Und dort sind wir genau drauf, ne? Also wenn wir da mal ein bisschen ranzoomen, dann können wir das hier schön sehen, dass wir jetzt gerade genau hier auf diesem Aufwärtstrend gerade aufgesetzt haben. Und somit jetzt gerade durchaus eine interessante und spannende Investitionsmöglichkeit bei der Fresenius Aktie haben. Aber dafür muss es natürlich auch irgendwie unternehmerisch stimmen. Deswegen lass uns jetzt doch mal schauen, welcher Wert steckt hinter der Aktie. Und danach gucken wir einmal, wie wird sich denn das Unternehmen in Zukunft entwickeln und beziehungsweise wie hat es sich entwickelt. Dann an der Stelle noch einmal einen kleinen Gruß von unserem Sponsor Freedom24. Wenn du noch auf der Suche nach einem Broker bist, wo man günstig in Europa, in den USA und in Asien handeln kann, dann schau dir doch einfach mal Freedom24 an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben zwei Tarife. Der eine Tarif ist eher so für Depots geeignet, die eher kleine Positionen haben. Also wenn du irgendwas so bis 500 Euro pro Position handelst, dann empfiehlt sich für dich wahrscheinlich der All-Inclusive-Tarif, weil du dann mit 0,5 plus 1,2 Cent pro Aktie relativ gut läufst. Für alle anderen ist es so, dass dann sich der Smart-Tarif anbietet. Und ja, das ist halt das, was ich dir empfehlen würde, ehrlich gesagt. Also wenn du zumindest, wenn du halt über diese höheren Geldbeträge rauskommst, wenn du einfach nur so ein bisschen ausprobieren möchtest mal, dann kannst du natürlich auch den kleinen, den All-Inclusive-Tarif nehmen. Dann lass uns jetzt aber mal weitermachen. Das Dümmste, was man immer machen kann, um halt mal zu schauen, hey, wie viel Potenzial haben wir denn noch, ist einfach mal zu gucken, was sagen denn die Analysten? Und die sehen doch tatsächlich ein Kurspotenzial von 50%. Ich selber habe ja immer noch einen wesentlich längeren Blick auf die Aktien, weil ich halt so richtig lange Bewegungen natürlich tendenziell haben will, weil das ist das, womit wir als Aktionäre wirklich richtig erfolgreich werden können. Und das können wir jetzt hier sehen einmal. Und zwar sind das jetzt die fairen Werte bezogen auf den zugrunde liegenden Basiswert, also bezogen auf den Gewinn vor Steuern, den Umsatz, die Bilanzsumme und das Eigenkapital. Das heißt, ich habe einfach geschaut, wie teuer war die Aktie denn historisch gesehen, ja, also im Vergleich zu dem Basiswert. Und wenn du dir das hier anschaust, komme ich auch einmal auf einen, ja, auf ein Potenzial so um 60% rum. Und dann haben wir aber noch welche 150, 180, 200%, was natürlich ziemlich extrem ist. Dann lass uns doch mal anschauen, was das für Bewegungen im Chart wären. Also die Analysten haben 50% gesagt. Eine 50% Bewegung wäre jetzt nach hier oben, würde potenziell also dafür sprechen, dass jetzt dieser Aufwärtstrend, ich sag mal, auf jeden Fall fortgesetzt wird. Die 180% oder 150%, die ich jetzt so bei mir eigentlich drin habe, das wäre irgendwas so um die 60 Euro rum, ja, also das wäre dann hier oben, während die 200% quasi wieder ein Erreichen des Höchststandes ist. So, wenn das jetzt einfach, ich sag mal so, die Durchschnittsbewertung in der Historie war, dann heißt das ja, dass das Unternehmen irgendwie gewachsen sein muss in dieser Zeit, während der Aktienkurs abgeschmiert ist, was natürlich eine ziemlich absurde Situation wäre. Lass uns diese These doch mal überprüfen. So, das ist jetzt die Entwicklung des Unternehmens. Das heißt, wir haben hier ganz oben die Größe des Unternehmens, die ganz offensichtlich gestiegen ist seit 2017, 2018, wo dieser Absturz begonnen hat. Wir haben den Umsatz, der ebenfalls nach oben gegangen ist. Wir haben das Eigenkapital, welches ebenfalls gewachsen ist.
Wir haben allerdings das EBIT, was gesunken ist. Also die Gewinne sind zurückgegangen. Und zwar sind die jetzt im Endeffekt von 5,6 Milliarden zurückgegangen auf 3,5. Das heißt, wir haben ein Wachstum im Unternehmen, aber ein Sinken in der Profitabilität. Und das ist natürlich etwas, was vom Prinzip her jetzt nicht erfreulich ist. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, was den freien Cashflow angeht, dann war es jetzt so, dass wir bis auf im Jahr 2017 immer positiv waren im freien Cashflow und das auch vergleichbar im Endeffekt mit der Zeit jetzt vor 2016, 2017. Hier in Rot siehst du die Entwicklung der Marktkapitalisierung, die halt wirklich komplett entgegengesetzt zur unternehmerischen Entwicklung jetzt gelaufen ist. Ab hier siehst du jetzt die Schätzungen für die nächsten Jahre, also hier zum Beispiel für 2023, die hier eingetragen wurden, aber das sind die letzten 12 Monate und da gibt es eine ordentliche Diskrepanz dazwischen. Ich vermute, dass hier irgendwie ein Datenfehler vorliegt an der Stelle und würde das jetzt einfach erstmal nicht für voll nehmen. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal die Schätzungen für die nächsten Jahre an. Können Sie einfach nochmal kurz das ins Gedächtnis rufen, ca. 75 Milliarden Unternehmensgröße, 40 Milliarden Umsatz, 20 Milliarden Eigenkapital und 3,5 Milliarden Gewinn. So, und in der Tat ist es so, dass die Umsätze auf 22 Milliarden ungefähr landen sollen, Bilanzsumme runtersinken auf 63 Milliarden von 75 runter, ne? Das Eigenkapital soll ungefähr bei 20 Milliarden bleiben, wenn man so will, und der Gewinn soll sich jetzt aber wieder positiv entwickeln, ja? Also die Schätzung ist, dass die Gewinnmargen irgendwie wieder besser werden bei der Fresenius Aktie. Wir können auch sehen, dass die Dividende stark gesteigert werden soll, von 2023 57 Cent wieder hoch auf 97 Cent in 2024 und von dort dann so weiter. Das heißt jetzt im Endeffekt, aufs aktuelle Level können wir wahrscheinlich nur mit einer Dividende von 2,26% rechnen, was natürlich ein relativ niedriger Wert ist und meiner Meinung nach nicht rechtfertigt, warum man jetzt gerade in die Aktie investieren sollte. Die Dividende ist für viele halt durchaus ein wichtiger Aspekt und deswegen gucken wir jetzt mal einmal rein. Ich habe ein bisschen recherchiert zur Dividende der Fresenius Aktie und es ist jetzt halt so, dass Fresenius 2023 keine Dividende ausschütten darf wegen Energiezuschüssen, die sie erhalten haben vom Bund. Das heißt, sie haben 30 Millionen bekommen zur Unterstützung ihrer Krankenhäuser, damit die die erhöhten Energiekosten besser tragen konnten und das ist halt im Endeffekt das Problem. Das heißt, sie haben insbesondere unter den Energiekosten halt gelitten und das wäre jetzt eventuell natürlich etwas, was wirklich reversibel sein könnte, dass wenn wir wieder günstigere Energie haben, dass dann natürlich auch die Profitabilität eventuell wieder ansteigen könnte und das wäre natürlich eine sehr positive Sache. Das heißt, wir müssen uns das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen anschauen, was jetzt mit der Dividende passiert. Die Schätzung liegt halt momentan wirklich bei 57 Cent, dass du die, du siehst es hier, das wird immer im Mai ausgeschüttet, im Mai wahrscheinlich bekommst. Und danach soll das Ganze wieder, ich sag mal, auf das übliche Level angehoben werden. Aber du siehst auch, so eine richtige konstante Dividendenpolitik gibt es auch jetzt bei Fresenius nicht, sondern die wurde immer mal wieder gestrichen und wieder eingeführt und erhöht und wieder reduziert und so weiter. Das heißt, in dem Fall kannst du jetzt auch nicht mit so einer richtig konstanten Dividende rechnen. Langfristig gesehen, also wenn du jetzt sagst, hey, ich investiere jetzt und hoffe, dass der Kurs schön steigt und in der Zeit will ich Dividenden kassieren, kannst du wahrscheinlich auf das aktuelle Kurslevel so ungefähr mit 4% Dividende rechnen, wenn du jetzt, ich sag mal so, auf 10 Jahre die Aktie vielleicht zum Beispiel halten möchtest. Also, was könntest du jetzt mit deiner Fresenius-Aktie machen, beziehungsweise solltest du jetzt momentan noch einsteigen? Also, meine erste Analyse vom Anfang gilt eigentlich immer noch. Ja, also wenn man sich jetzt hier das Ganze charttechnisch mal anschaut, dann haben wir hier diese Abwärtsbewegung. An dieser Abwärtsbewegung sind wir hier auch abgeprallt, aber ich gehe davon aus, dass wir dort jetzt durchbrechen werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr, sehr hoch. Die liegt so bei 60-70% ungefähr. Also dass wir jetzt hier durchkommen durch diesen Abwärtstrend, weil dafür, der ist einfach viel zu steil und es gab jetzt ja schon ein paar Versuche. Das heißt, 60-70% Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier durchkommen und dementsprechend würde ich vom Prinzip her sagen, sieht es mir gerade so aus, als wäre das ein sinnvoller Zeitpunkt zum Einsteigen. Auch wenn wir jetzt natürlich im Vergleich zu dem Tiefpunkt hier unten, wir relativ weit noch weg sind. Ja, das heißt, ja, mit 24%, nichtsdestotrotz, wenn man, gerade wenn man jemand ist, der sagt, okay, ich warte erst, dass sich sowas wie ein Boden ausgebildet hat
und versuche dann zu einem sinnvollen Zeitpunkt einzusteigen, wäre das sicherlich gerade eine ganz kluge Wahl. So, wie könntest du das jetzt ganz konkret machen? Ich persönlich würde dir empfehlen, dass du irgendwie einen Stop hier drunter platzierst, unter dieser Aufwärtsbewegung, die wir hier haben. Ja, einfach aus dem Grund, dass ein Stop hier unten drunter mit 25% meiner Meinung nach ein bisschen zu groß wäre. Die zweite Variante, die du machen könntest, wäre einfach jetzt eine Position aufbauen. Sollte es weiter runterfallen, noch eine Position aufzubauen und wenn du bis hier unten hinkommst, dann einfach noch eine Position aufzubauen und dann halt zu hoffen, dass das Ganze irgendwie hält. Du könntest theoretisch natürlich auch den, wenn du jetzt 3 Stufen machst, könntest du es auch so machen, dass du hier unten nochmal nachkaufst, vielleicht nochmal bei 14, dann wärst du ganz sicher auf der sicheren Seite und es wäre auch psychologisch, denke ich, ein ganz kluger und ganz sinnvoller Deal. Wie gesagt, unternehmerisch geht es gerade eigentlich ganz gut. Also sie sind schön gewachsen, aber sie haben halt einfach das Problem, dass sie es noch nicht schaffen, wirklich wieder in die Profitabilität zu kommen. Da kannst du dich dann einfach nochmal vielleicht ein bisschen erkundigen bei der Fresenius-Aktie, ob es realistisch ist, dass die Gewinne wieder ansteigen, ob es noch, was alles die Gründe sind dafür. Da würde ich mal im Jahresbericht nachgucken an deiner Stelle. Und ja, dann glaube ich aber, dass das wirklich ein sehr, sehr spannendes Investment zum aktuellen Zeitpunkt ist. Ja gut, also bei Aktien kann man sich ja immer tot analysieren, aber ich denke, wir haben jetzt die wichtigsten Bereiche einfach mal ja, abgedeckt und haben uns, denke ich, ein ganz gutes Bild über die Fresenius-Aktie verschafft. Von daher würde ich jetzt sagen, sehen wir uns doch einfach am Donnerstag im Investmentclub oder halt im nächsten Video. Mach's gut, ciao.